Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Gemeinschaftsexpedition. Und ja, vorab mal eine kurze Entschuldigung für meine technischen Probleme bei der letzten Folge. Ich hatte ein Update gemacht von OBS und irgendwie hat sich da was verändert. Ich weiß nicht so richtig. Ich habe ja für No Man's Sky verwende ich immer die Bildschirmaufnahme und nehme den Spielbildschirm auf. Und für Sapiens zum Beispiel in der parallelen Playlist mache ich ab und zu ein paar Aufnahmen von Sapiens. Und dort funktioniert aber die Bildschirmaufnahme nicht. Da kann ich mit der Bildschirmaufnahme sehe ich den Cursor nicht im Spiel. Das heißt, das Spiel ist da, es wird auch alles aufgezeichnet, aber ich sehe den Cursor nicht. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Und deswegen verwende ich dann für Sapiens die Spieleaufnahme, was wiederum umgekehrt nicht funktioniert. Ich weiß nicht mehr genau wie. Auch da war dann, glaube ich, der Cursor nicht da. Obwohl ich dann eingestellt habe, Cursor anzeigen und so weiter. Ich muss das alles vielleicht nochmal testen. Jedenfalls, wenn ich dann umstelle hier auf Bildschirmaufnahme, dann hat mir in der Einstellung, die dann standardmäßig da ist, ich habe da immer die Default-Einstellungen verwendet, da ist die Aufzeichnung eingefroren, nur das Bild, nicht der Ton. Der Ton wurde weiterhin aufgezeichnet, aber die Bildaufzeichnung ist eingefroren in dem Moment, wo ich dann umgeschaltet habe, zurück auf das Spiel. Also ich gehe mit Steuerung Tab oder mit Alt Tab auf OBS, sage Starten, Aufnahme starten. Dann gehe ich zurück auf das Spiel. Und in dem Moment friert mir dann die Voransicht im OBS ein. Die bleibt dann stehen. Und das ist dann tatsächlich auch in der Aufnahme so. Dann bleibt das Bild einfach auf dem Stand stehen. Der Ton wird weiterhin aufgezeichnet. Also ihr könnt euch das ja in der letzten Folge, Folge 15, glaube ich, war das, ansehen. Da sieht man nur den Sternenhimmel vom Intro. Und und der Ton ist da für die ganze Folge, aber das Video wird nicht aufgezeichnet oder wurde nicht aufgezeichnet. Und ich habe jetzt ein bisschen rumexperimentiert und das nicht gefunden. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt nicht mehr 100% anschließen an die alte Folge, weil da waren wir auf dem stinkenden Planeten oder so ähnlich hat der geheißen, mit diesen speichelspuckenden Pflanzen. Und jetzt sind wir schon auf dem zweiten Planeten und hier schaut's gut aus. Also da ist die letzte Aufnahme auch nicht gescheitert, also gescheitert, die hat auch nicht funktioniert, aber jetzt denke ich, schaut's gut aus. Also wenn ich jetzt hier was tue, und mich bewege, dann ist es tatsächlich so, dass ich in der Voransicht in OBS auch wieder alles sehe. Und naja, ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt funktioniert. Ich hoffe es. Wenn ja, lade ich sie hoch. Wenn nein, seht ihr es ja eh, dass dann ein bisschen eine Lücke entsteht. Wir sind also jetzt hier auf diesem Planeten und ich denke, wir waren hier schon mal. Hier gibt es also jede Menge Bases. Ich denke, das ist der Planet, auf den wir schon auch waren. Ganz am Anfang unserer Reise, unserer Expedition. Weil die Tiere hier teilweise schon markiert waren und die Erze auch. Und es gibt hier auch jede Menge Bases. Also ich denke, also hier waren wir schon. Und ja, das ist jetzt hier irgendwie der Sturm, der hier durchläuft. Also ich würde sagen, auf dem Planeten ist auch nicht wirklich was zu holen mehr. Ich würde also hier, wenn gerade ein Wächter in der Nähe ist, nochmal, ja, hier sind noch ein paar Kollegen unterwegs, vermute ich. Lebende Fragmente an Planetneum. Das haben wir schon mal gesammelt. Ich weiß nicht, für was wir das brauchen können, aber wir sammeln es vielleicht einfach mal.
Da haben wir, ich glaube, das war, und jetzt das letzte Mal hat es dann auch ewig gelaggt, was jetzt auch weg ist. Und da ist so ein Wächter drinnen in diesen Kristallen eingeschlossen. Ich schau mal, ob das uns irgendwas bringt, wenn wir den, wenn wir den mitnehmen. Da drüben sieht man es auch. Da ist, da sind Wächter drinnen in diesen lebenden Fragmenten. Wir holen uns die mal. Ah, jetzt hat uns ein Wächter auf dem Kieker. Der ist jetzt schon blau. Jetzt ist er wieder weiß. Okay. Okay. Das war nochmal okay. Ich schaue mal kurz hier ins Inventar. Atlantideum haben wir hier gesammelt, aber und hier haben wir nochmal strahlende Splitter. Ein Fragment aus Garner Lebenskraft, sehr begehrt für Bergungsoperationen, da es dazu verwendet werden kann, die Sicherheitssysteme der wichtigsten Wächterschiffstechnologien zu umgehen. Okay. Okay, das sollten wir uns also vielleicht merken. Ich würde die Tierchen, da haben wir schon gescannt. Da ist nochmal der Frachtabwurf. Den haben wir letztes Mal, habe ich den Container aufgemacht, den Rest habe ich mal lassen. Weil das so gelaggt hat. Ich baue hier nochmal ab. Vielleicht kriegen wir nochmal so einen Splitter. Nee, scheint nicht mehr der Fall zu sein. Okay. Ah, jetzt hat uns wieder ein Wächter ertappt. Wir checken mal. Ja, wir haben immer nur noch einen Splitter, aber wir haben ein bisschen mehr an Planetinium. Okay. Er ist die Tierchen hier, die kennen wir alle schon. Okay, also ja, ich tue dir nichts, tut mir auch nichts. Ist alles okay. Da unten, wir checken nochmal, haben wir die Vögel? Die Vögel haben wir schon. Also ich denke, weil wir hier schon alles Mögliche gescannt haben, offensichtlich, dass wir hier schon waren. Dass wir hier also schon waren. Da drüben ist nochmal so eine Fliegenfalle. Die haben wir aber noch gar nicht gescannt. Das tun wir hier jetzt dahin. Es war auch ein Hinweis in den Kommentaren, dass ich oft Sachen schon laser, bevor ich sie gescannt habe. Ja, das stimmt. Da passe ich wahrscheinlich nicht so richtig auf. Jetzt würde mich aber tatsächlich nochmal interessieren, ob wir nochmal so einen Splitter kriegen, wenn wir hier das abbauen. Nee, plantieren. Das war, glaube ich, bei den großen Kristallen. Da haben wir dann diese Splitter gekriegt, diesen Splitter gekriegt. Okay. Ja, also ich denke, wir sollten, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind hier durch auf dem, jetzt ist wieder ein Wächter da, das haben wir noch nicht gescannt, dann machen wir das noch, Setzling. Wir schauen uns noch die anderen beiden Planeten hier an, im System, und dann würde ich sagen, ziehen wir weiter, folgen der
der Spur. Schubdüse bei 37. Zum nächsten Treffpunkt. Folgen der Spur zum nächsten Treffpunkt. So, wo haben wir die anderen beiden Planeten? Also das war der, auf dem wir schon waren, denke ich. Ankunft in 8 Stunden. Ja, da waren wir. Von da sind wir gekommen. Und das ist der, den wir jetzt gerade eben besucht haben. Und das ist der Nip-Nip-Farm. Das heißt, hier gibt es Kupfer, Fezium, magnetisiertes, hohe Wächteraktivität. Nip-Nip-Farm klingt gut, klingt schon mal vielversprechend. Dann könnte man da Nip-Nip irgendwie anbauen. Wahrscheinlich gibt es da Nip-Nip-Pflanzen oder sowas. Mal schauen, mal schauen. Wir sind ja gleich da in 30 Sekunden. Also die Entfernungen in diesem Planeten, zwischen diesen Planeten sind schon ziemlich groß. Das merkt man auch, wenn man mit dem Hyperantrieb dann doch eine Minute oder so schon braucht, bis wir dort sind, ne? Hunting the killer beast off. Okay, also wir suchen ja jetzt hauptsächlich Welten mit Sturmkristall. Da brauchen wir erstmal stinkender Planet, ja, das war das. Da brauchen wir erstmal eine Sache, einen Planeten mit stürmischer Atmosphäre. Und dann waren die zweiten Dinger, wir suchen zwei Tiere, einmal mit einem Blut-pH-Wert von höher als 2,5 oder sowas, oder niedriger als 2,5, also ziemlich, ist das sauer oder ist das basisch? Ich weiß jetzt gar nicht. Irgendwie ist die Atmosphäre hier so dicht, dass man nichts sieht. Das ist interessant. Also mit, wir haben ja 7, ist glaube ich neutral, pH-Wert von 7, und alles was drüber ist, ist glaube ich sauer, und alles was drunter ist, ist basisch. Verbessert mich, es ist schon so lange her, Chemie. Irgendwie sehe ich da im Moment gar nichts wirklich. Jetzt kommen wir langsam an die Oberfläche, da ist Wasser. Okay. Und ich glaube, auch hier waren wir schon. Also in dem Sonnensystem waren wir schon. Auch hier haben wir diese Inseln schon besucht. War hauptsächlich eine Wasserwelt und da gab es nur so vereinzelt Inseln, größere oder kleinere. Wir fliegen mal das hier an. Und ich glaube, da waren wir auch schon. Ich bin nicht ganz sicher. Wir landen jetzt einfach mal und schauen uns um. Ich würde sagen, wir gehen wieder oben auf den Berg irgendwo, weil wir da einen guten Überblick haben. St-
stinkender Planet, Biom, überhitzter Dunst erwartet, Grasam reichlich und Fauna ergiebig. Und ich glaube, das war auch, wo uns die Wächter dann irgendwann, bin nicht ganz sicher, auch angegriffen haben. Hohe Wächteraktivität. Sehen wir da gar keine Tierchen. Noch ein Schiff. Gut, da ist jetzt irgendwie auf der Insel scheinbar nicht allzu viel zu holen. Obwohl es hier reichlich, wir checken noch mal kurz, Entdeckungen. 8 Tiere geben soll und wir haben 0 entdeckt bisher, 2 Mineralien. Also wir waren hier Flora. Wir waren hier, denke ich, noch nicht. Sonst hätten wir hier schon mehr entdeckt. Also auf der Welt waren wir wahrscheinlich noch nicht. Das war, vermute ich, eine Verwechslung meinerseits. Aber hier gibt es scheinbar keine Tiere und auch keine, wirklich keine Pflanzen, so wie es aussieht. Vielleicht, weil wir hier auf dem Berg sind. Okay, also ich würde sagen, wir fliegen nochmal irgendwo weiter, wo wir ein bisschen weiter unten, vielleicht haben wir da mehr Glück mit Tieren und Pflanzen. Vielleicht war es doch keine so gute Idee. Da ist ein Regenbogen, interessant. Also da drüben scheint auf jeden Fall mehr Land zu sein. Da ist ein Gesteinsbogen. Da scheint eine größere Landfläche zu sein und da gibt es scheinbar auch Pflanzen. Ja, versuchen wir doch da mal unser Glück. Obwohl wir diese Bäume und so weiter, kommen wir schon bekannt vor hier. Diese auf hohen Stelzen, so wie Mangrovenbäume, so artig. Aber ja, das kann natürlich auch Zufall sein. Ja, hier gibt es jetzt schon mehr. Da ist eine Maschine und Kohlenstoff. Wir landen hier mal, würde ich sagen. Reichlich und ergiebig. Okay, also erstmal scannen. Okay. Also das Scannen bringt jetzt jede Menge. Ich denke, das ist ein bisschen darauf zurückzuführen, dass wir unseren Scanner upgegradet haben. Das macht also durchaus Sinn. Da ist eine gefährliche Flora. Ah, der bringt nur 1600. Seltsam. Die
Pflanzen haben wir jetzt hier und dieses Gestein bringt jede Menge. Aber die Pflanzen, da ist nochmal irgendwas. Kupferansammlung, da ist nochmal ein Tier. Also hier sind wir jetzt schon ein bisschen erfolgreicher. Okay, dann würde ich sagen, wir checken mal den Wissensstein da drüben. Und die Maschine, die da liegt, genau. Und da ist ein vergrabenes Technologiemodul. Für Thun. Okay. So, wo ist das Technologiemodul? Entfernung 21. Ziel erreicht. Daten 3. Ah, 3. Okay. So. Alles klar. Dann haben wir hier die Maschine. Bringt uns aber scheinbar nichts. Okay. Dich kennen wir schon. Da ist noch ein Tierchen, das wir kennen. Wo bist du? Da ist eine Höhle. Da ist noch mein Frachtabwurf. Okay, wo ist das Tierchen? Da drüben, hinterm Hügel. Okay, da hat sich jemand... Achso, nee, das war unser Technologiemodul, das wir ausgegraben haben. Okay. Ich denke, wir können die Atlas-Dinger auch schon öffnen, sollten das also tun. Ja, können wir auch schon öffnen. Navigationsdaten, okay. Und da drüben ist irgendwas. Irgendwo hier war noch ein Tierchen. Na, da. Ja, da ist es. Mhm. Also die Herausforderung ist jetzt tatsächlich möglichst viele Tiere zu scannen. Möglichst viele Tiere zu scannen, um und hier die Mineralien und die Pflanzen, die bringen hier jede Menge Geld. 27.000, 25.000. Also das ist viel für Scannen. Oh, da ist jetzt ein Tier. Okay, da ist jetzt ein Tier. Da ist es. Ah.
Der will uns. Oh, heute sind wir gestorben. Shit. Okay. Das könnte jetzt das Tier sein mit dem Aggressionslevel irgendwas. Shit, da war ich jetzt zu langsam. Da war ich jetzt zu langsam. Ja, okay, wir sind wieder hier. Und haben unser Inventar noch. Ja, haben wir. Oder? Nee, haben wir das verloren? Ich weiß es nicht. Ja, unser Inventar haben wir verloren, leider. Das ist das Problem. Wenn man stirbt, verliert man dieses Inventar. Und auch die ganze Ausrüstung, die damit zusammenhängt, oder? Haben wir jetzt auch die Multi-Werkzeuge? Nee, das ist noch da. Das ist noch da. Okay, also. Da oben war dieses Tierchen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier wieder auch an derselben Stelle auftaucht. So, ich würde mal sagen, wir fliegen mal in die Richtung, in der dieses Ding hier ist. Dieses Gebäude. Wir fliegen mal ein bisschen höher. Ach, das ist kein Gebäude, das ist der abgestürzte, ist ein abgestürzter Frachter. Okay, interessant. Okay, ja, dann schauen wir uns das doch auch mal an. Also das ist jetzt natürlich blöd, das ist blöd, dass wir gestorben sind. Wir checken jetzt gleich nochmal unser Inventar. Aber wir haben, soweit ich das sehe, haben wir jetzt unsere Inventarslots verloren. Wir hatten da schon, glaube ich. Nee, die Slots haben wir noch, aber den Inhalt haben wir verloren. Den Inhalt haben wir verloren. Und was haben wir hier? Katzenleber. Das war das, was wir bei diesem Ding noch. Mordit. Okay. So. Und hier oben scheinen wir auch noch alles zu haben. Also das funkt, das haben wir noch, aber unseren, den Inhalt, denke ich, haben wir verloren hier. Den Inhalt haben wir verloren. Tja. Die Rezepte sind noch da, soweit ich sehe. Wir checken mal kurz. Ja, unser Treibstoff, diese ganzen Sachen sind noch da. Aber wir können natürlich jetzt nichts produzieren, weil wir nichts mehr haben. Jetzt haben wir hier, jetzt tobt hier draußen der Sturm. Gut, dann würde ich sagen, wir nutzen mal die Zeit und schauen uns hier. Überhitzter Dunst, erwartet den Wächter, erwartet den Gehorsam, Flora reichlich, Fauna ergiebig. Ja, also wir haben jetzt 3 von 8 Tierchen entdeckt. Ansehen, was haben wir denn entdeckt? Den hier. Gewicht, Größe. Aha, vor einer Woche. Okay. Das sind, glaube ich, die letzten Entdeckungen, so die wir gemacht haben. National, Höhlenkürbis, volle Verhöhnung zur Beobachtung, Magen im Schädel. Okay. Der Sturm löst sich auf. Also den letzten konnten wir jetzt nicht scannen mit diesem Aggressionslevel.
Mal schauen. Also. Wiederherstellungspunkt. Wir schauen mal, ob hier irgendwelche Tierchen sind. Scheinbar nicht. Gut. Wir holen uns mal hier die erste Frachtkapsel. Markieren uns die. Wir markieren uns die. Ups. Ich bin zu nahe an unserem Schiffchen. Dann denkt er, ich will einsteigen. Ja. Müssen wir also besser rübergehen. So, den markieren wir uns jetzt hier mal. So, zack. Ziel erreicht. Aber wo? Hier vergraben. Ziel erreicht. Okay, wir brauchen einen Terrainmanipulator. Okay, das ist da drinnen. Da müssen wir also irgendwie da reinkommen. Hier. Wenig Munition. Okay. Aha. Die haben wir natürlich jetzt auch verloren. Die ganze Munition, die wir angesammelt haben, haben wir verloren. Das ist ein bisschen blöd. Haben wir im Schiff vielleicht noch Munition? Nee. Den Frachter hätten wir wahrscheinlich. Nee, haben wir auch nicht. Im Lagerbehälter. Ja, leider, leider. Haben wir nicht. So, also da können wir jetzt im Moment nicht rein. Da müssen wir uns auf was anderes verlegen. Da müssen wir uns hier auf Sachen verlegen, die tatsächlich vergraben sind. Denk mal, das ist hier irgendwo hier unten drinnen. Überreste, Frachtterminal, ja. Aber wo ist der? Okay, da kommen wir auch wieder nicht rein, ohne dass wir unseren Blitzwerfer anwerfen. Da drinnen ist es, vermute ich jetzt mal. Aber wir haben hier Blitzwerfer, haben wir keine Munition mehr und mit dem Minenlaser können wir das leider nicht aufmachen, oder? Doch, wir können. Okay. Minenlaser geht's auch. Alles klar. Da ist er schon. Dann können wir den anderen auch nochmal. Den Minenlaser habe ich jetzt gar nicht getestet.
So, hier haben wir die Frachtkapsel. Okay. Silikatprüfer. Frachterschott. Okay. Okay. Tolle Sache. Da haben wir eine Frachtererweiterung. Das ist super. So. Und jetzt müssen wir nochmal. Frachtkapsel. Nochmal. Das ist möglicherweise eh die, die wir schon vorhin uns angeschaut haben. Mal schauen. Nee, oder? Nee. Ich glaube, die ist da drinnen irgendwo. Units. Da drinnen. Mhm. Nochmal ein Frachter-Shot. Okay, super. Sehr gut, sehr gut. Also diese Markierung hier, da werde ich noch nicht so ganz schlau draus. Ich glaube, da müssen wir nochmal von oben ansetzen. Schauen wir noch mal, wo da noch was ist, da drüben. Wir hätten die wertvollen Sachen vorher ins Raumschiff packen sollen, wir Dödel, bevor ich geborgene Daten. Okay. Geborgene Daten 2. Okay. Schauen mal kurz, wie es mit unserem Lebenserhaltungssystem eigentlich aussieht. Naja, wir haben keinen Sauerstoff. Wir brauchen dringend Sauerstoff wieder und Kohlenstoff. Darum müssen wir uns jetzt sofort kümmern. Weil wenn unser Multiwerkzeug, der Laser, ausfällt, und da haben wir nur noch 59, dann können wir den nicht mehr nachladen. Wir brauchen
Kohlenstoff und wir brauchen Ferritstaub. Okay, wo kriegen wir Kohlenstoff her? Pflanzen irgendwo. Kohlenstoff und Ferritstaub. Oder Silikat. Da oben haben wir Kohlenstoff. Kristalle, dachte ich hier. Okay, was machen die Pilze? Die bringen uns auch Kohlenstoff. Okay. Natrium können wir auch brauchen. Kohlenstoff, Sauerstoff, der ist super. Das brauchen wir für unser Lebenserhaltungssystem. Okay, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Wie schaut es denn hier aus? Okay, wir haben wieder ein bisschen Kohlenstoff. Das ist verdichteter Kohlenstoff. Das ist Kohlenstoff 400. Ferritstoff 45 ist okay. Sauerstoff mit 20 ist noch und Natrium mit 5 ist noch sehr, sehr mau. Okay, ein bisschen... Bisschen darauf achten, ob wir hier ein Tierchen irgendwo in der Nähe haben, das ein Problem für uns sein kann. Da drüben. Haben wir die schon gescannt? Nein. Bringt uns auch Sauerstoff. Okay. Also wir brauchen noch ein bisschen Sauerstoff für unser Lebenserhaltungssystem. Da sind diese Pilze, glaube ich, gut. Checken die mal. Ja, die haben wir schon gescannt. Kohlenstoff, okay, nur Kohlenstoff. Oh. Das ist ja gemein.
Irgendwo höre ich jetzt hier einen Wächter. Gut, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Schiff und holen uns noch die restlichen Frachtboxen. Wir haben jetzt immerhin drei Erweiterungen, zwei Erweiterungen schon fürs Ding. Wir haben 6 Natrium, wir haben 73 Sauerstoff, das ist so ein bisschen immerhin etwas. Wir haben Kohlenstoff und wir haben Ferritstaub, das ist schon ein wenig besser als nichts. Holen wir uns hier noch mal die Box. Okay, wo ist der Zugang? Offensichtlich auf der Seite da drüben. Okay. Wir machen das andersrum. Schwere Geburt hier beim Ausgraben. Okay, zack. Wir packen das ins Raumschiff. Da haben wir schon alles. Ja, zack. Silikatpulver und Vektorkompressoren. 5. Okay. Wow. Vektorkompressoren. Keine Ahnung, für was die gut sind. Keine Ahnung, für was die gut sind. So, haben wir hier nochmal irgendwo Frachtkapseln? Ja, da unten ist noch eine, ne? Das war die, wo wir dachten, wir kommen nicht ran, weil wir diese Tür nicht öffnen können oder dieses beschädigte Ding nicht öffnen können. Aber das können wir mit unserem Laser. Für einen Blitzwerfer haben wir leider kein Kann ich das
Doch, kann ich erreichen. Immerhin. Okay. Spannung steigt. Warp Hyperkern. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist Treibstoff für den fürs Raumschiff. Okay. So, nochmal in die Runde schauen. Gibt es noch irgendwo eine Frachtbox? Ja, hier. Schon. Nee, waren wir doch noch nicht. Vorbeigeflogen. Instabiles Gel. Okay. Schaut gut aus. Ja, okay, ich bin schon weg. So, ich denke, das war's. Ich denke, das war's. Strahlungsschutz normalisiert sich. Nochmal scannen. Aber ich denke, da haben wir jetzt alle. Da haben wir jetzt alle. Ja. Da ist nichts mehr. Jetzt ist die Frage mit dem Tierchen. Mit unserem Aggressionslevel-Tierchen. Wie können wir denn das in den Griff kriegen? Wenn uns der da angreift. Das ist ja dann die gute Frage. Was tun wir, wenn uns das Ding angreift? Können wir uns dann irgendwie hoch? Also es kann scheinbar nicht klettern. Protokoll lesen, machen wir mal kurz. Da zum Stempel. Notsignale in der Nähe, okay. Bergungsort, WF von Material aus den Brackbergen. Okay, ja, das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Also es geht jetzt um die Tierchen. Ich vermute mal, dass dieses eine Tierchen, das uns da getötet hat, dass das ein Kandidat für dieses Aggressionslevel wäre. Aber wie gehen wir davor, um das scannen zu können? Und ich habe es versucht zu scannen, aber es ging nicht. Vielleicht war ich dort zu dem Zeitpunkt auch schon tot. Und der Scanner hat es noch nicht gemerkt irgendwie. Oder hat es schon gemerkt und ich habe es dann realisiert gehabt. Das heißt, ich würde jetzt mal versuchen, auf einen dieser Baumstümpfe hier. Da haben wir nochmal hier interessant ein paar Natriumpflanzen. Die würde ich mir jetzt ehrlich gesagt noch schnell geben. Oh. Das ist ja tricky. Und da ist auch ein Wächter.
Das heißt, wir können im Moment gar nicht so richtig hier unsere Kollegen abschießen. Wir können die mal scannen. Okay. Die hat er jetzt. Und wir gehen mal auf so einen Baumstumpf nach oben. Wenn das funktioniert. Ich weiß es nicht. Echt, der ist da drüben. Da drüben ist nochmal irgendeine Knolle. Wir haben kein Material für, keine Munition für unseren Blitzwerfer, ne? Da kriegen wir Sauerstoff immerhin. Das ist ja super. Und dann haben wir da hoffentlich auch Natrium. Und dann gehen wir mal auf so einen Baumstumpf nach oben. Und schauen mal, ob wir... Ups, da ist noch so eine kleine... Ladung aufgebraucht. Okay, und die hat uns erwischt. Da waren wir zu nahe dran. Scheibenkleister. Multifunktion. Ja, genau. Das ist jetzt wichtig, dass wir jetzt Kohlenstoff haben. Und wenn wir jetzt keinen Kohlenstoff hätten, dann wären wir schon aufgeschmissen. Und hier haben wir Silikatpulver. Da müssen wir uns noch ein bisschen was besorgen, denke ich. So. Jetzt wäre vom Minenlaser. So, komm her. Nicht identifizierte Pflanze. Dann scannen wir dich doch erstmal. So, drei Dinger bei den Natriumpflanzen. Wächteruntersuchung im Gange, ja, okay. Ich tu nichts, ich bin ganz brav. So, da ist noch ein Frachtabwurf, da drüben ist nochmal so ein Nöpsi. Oh, da ist jetzt dieses Biest wieder. Das heißt, wir sollten uns mal rein verkrümeln. Ha, da ist jetzt das Tierchen wieder, da war ich jetzt zu langsam. Ha. Mal nachdenken, wie wir das in den Griff kriegen hier. Sehe ich denn irgendwo? Da ist er. Da ist er. Übrigens, sich umschauen kann man mit Alt-Taste und Maus, dann können wir uns bewegen. Da ist dieses Tierchen. Okay. Wenn wir jetzt hier mal scannen, sagt uns der was? Nee, sagt uns nix. Da ist er. Okay. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal kurz einen Cut und kümmern uns dazu in der nächsten Folge und schauen uns da mal um, wie wir damit umgehen. Ich würde sagen, wenn es euch gefällt, und vielleicht haben wir ja Glück, dann lasst einen Daumen nach oben da, und wenn ihr noch kein Abo habt und neu seid, dann gerne auch ein Abo, verpasst ihr keine Folge mehr, kriegt alles mit, wie es hier spannend weitergeht, und hilft dem Kanal und freut mich, und ich freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann!